Wir machen in diesem Video einen Drink, der seit den 2000ern und bis in die jetzige Zeit einer der meistgesuchten und bestellten Cocktails der Welt ist und getrost als moderner Klassiker bezeichnet werden kann. Wir machen jetzt den Pornstar Martini. Hallo und willkommen bei den kultivierten Tresenwesen. Schön, dass ihr da seid. Ich bin Florian und wie Dick Bradsells moderne Klassiker, der Espresso Martini und der Bramble, ist auch der vom aus Ghana stammenden und leider kürzlich verstorbenen Londoner Barkeeper Douglas Ankrah kreierte Pornstar Martini ein Beitrag der innovativen Barszene Londons zur Cocktailrenaissance der 2000er Jahre. Seine Rezeptur, und auch das hat er mit dem Espresso Martini gemeinsam, hat nichts mit einem klassischen Martini zu tun. Aber der Name des Drinks war pures Marketing, klang gut und hat funktioniert. Laut Ankrah war der Drink sofort ein Hit, als er ihn im Jahr 2002 auf die Karte der Townhouse Bar und 2003 auf die der Londoner Lab Bar brachte. Ankrah will den Drink innerhalb weniger Minuten kreiert haben, während er an seinem Cocktailbuch Shaken and Stirred arbeitete und in dieser Zeit in Kapstadt, Südafrika weilte. Weil er seine Freizeit dort gerne in einem Gentleman's Club namens Maverick verbracht hat, trug der Drink auch zuerst den Namen Maverick Martini, denn der Geruch des Drinks aus Vanille und Passionsfrucht soll Ankrah an das Parfum einer Stripperin aus diesem Laden erinnert haben. Erst in London wurde daraus dann ein Pornstar Martini, weil der Name laut Ankrah interessanter klang. Der Drink seiner Meinung nach so aussieht, als würde ihn ein Pornostar bestellen, und Ankrah annahm, dass er sich so besser verkaufen ließe. Ob das alles nun genauso stimmt oder nicht, eine Story verkaufen, das konnte Ankrah, und verkauft hat sich der Pornstar Martini seit dieser Zeit verdammt gut. In den 2000ern aufgekommen, noch heute einer der meistgesuchten Cocktails weltweit, die Nummer 1 der Suchanfragen auf Difford's Guide. Da kann man schon mal von einem modernen Klassiker sprechen, von dem es inzwischen auch eine ganze Menge Variationen gibt. Ich möchte euch heute gerne das Rezept der Mixology vorstellen, welches diese vor nicht allzu langer Zeit in einem Artikel zum Pornstar Martini veröffentlicht hat. Ja, und welches meiner Meinung nach einen wunderbar frischen Drink ergibt. Es wird hierbei auf den Passionsfruchtlikör Passoa verzichtet und anstelle von Passionsfruchtpüree werden frische Früchte eingesetzt. Ich habe selbst zudem nie verstanden, warum man in einem Drink Vanille, Wodka und Vanillesirup braucht. Die Kollegen von der Mixology sahen das scheinbar genauso und verwenden deshalb, so wie wir heute, klassischen, nicht aromatisierten Wodka. Mir selbst war das Rezept am Ende noch ein Hauch zu süß. Ich habe deshalb den Zucker etwas reduziert. Allerdings muss man sagen, dass die süße Säurebalance bei frischen Drinks immer ganz besonders auf den Zuckergehalt der Früchte ankommt, also der Passionsfrucht, aber auch der Limette. Und so muss man da mit dem Zuckergehalt einfach immer ein bisschen schauen und das gegebenenfalls selbst noch anpassen. Ja, der Drink wird im Shaker zubereitet. Wir nehmen zunächst mal die kleinere Oberseite und ja, wir beginnen mit unseren Passionsfrüchten und die werden wir jetzt erstmal halbieren. So. Wir werden aus drei dieser Hälften das Fruchtfleisch in den Shaker geben. Und eine besonders schöne, ich schaue jetzt mal, welche mir gut gefällt. Oh, ich glaube, eigentlich ist die hier ganz schön. Die werden wir nachher noch als Garnitur verwenden. So, ich glaube, das Brettchen kann dann mal weg. Und dann geben wir jetzt das Fruchtfleisch hier in den Shaker. So. Zu unserem Fruchtfleisch kommt jetzt Limettensaft. Wo habe ich denn meinen Jigger? Hier ist einer. Von unserem Limettensaft brauchen wir 1,5 Zentiliter. So, und jetzt kommt der Vanillesirup dazu. Dazu nehmen wir zuerst mal unseren Zuckersirup und davon 2 Zl. Dann habe ich hier ein Bio-Vanille-Extrakt
Und damit stellen wir jetzt sozusagen den Vanille-Zuckersirup her. Hier habe ich so ein kleines Messlöffelchen, das ist ein Viertel Teelöffel. Ein bisschen mehr als ein Milliliter. Und das geben wir jetzt hier rein. Rühren das ein bisschen um. Und dann kommen die 2 Zentiliter Vanillesirup in unseren Shaker. Und dann kommt unser Wodka. Davon brauchen wir 6 cl. So, jetzt füllen wir die Unterseite unseres Shakers mit Eis. Ich habe hier einen schönen großen Eisblock und den zweiten, den machen wir jetzt ein bisschen klein, damit wir große und kleine Stücke im Shaker haben, für eine gute Durchmischung. Die Passionsfrucht soll richtig aufschäumen, für eine ordentliche Kühlung und für eine leichte Verwässerung. Ja, mit dem Löffel funktioniert das immer nur so semi. Wir machen es gleich richtig mit einem Modler. Na ja, komm schon. Jetzt haben wir im Shaker, was wir brauchen. Wir geben unsere Flüssigkeit hinzu. Wir verschließen den Shaker immer so, dass ihr hier eine gerade Linie habt und hier eine Kante. Dann kriegt er nachher auch gut auf. Und jetzt kriegt das Ganze so 10 bis 15 Sekunden. Das sollte gereicht haben. So, dann schnappen wir uns hier eine vorgekühlte Cocktailschale. Wir nehmen unseren Hawthorn und unseren Feinstrainer und wir seihen den Drink ins Glas ab. Sehr schöner Schaum durch die Passionsfrucht. Ja, und wie gesagt, die vierte Hälfte soll als Deko dienen. Jetzt muss ich sagen, ich finde die fast ein bisschen groß. Man kann die natürlich jetzt nochmal nachschneiden. Wir haben allerdings auch ein recht großes Glas. Also wir versuchen es einfach mal. Ja, passt wunderbar. So, und dann habe ich hier für euch Douglas Ancras Pornstar Martini. Jetzt hat Ancra allerdings noch eine zweite Garnitur beschrieben, und zwar ein kleines Schottglas mit einem Schluck Champagner oder Cremant. Und das soll das Ganze natürlich auch bekommen. Ja, und auch da war Ancra ganz Geschäftsmann, denn er sagte, so glauben die Leute, sie bekommen 2 Drinks zum Preis von einem, wenn in der Karte steht, dass der Pornstar Martini mit einem Glas Champagner serviert wird. Jetzt freue ich mich aufs Probieren. Aussehen tut er wunderschön, diese satte Farbe, der schöne Schaum. Das ist ein traumhafter Cocktail. Natürlich haben wir dadurch, dass es ein Wodka-Drink ist, keine besonders herausstechende Spirituose. Aber wir haben erstmal ein ganz, ganz tolles Mundgefühl. Das ist nicht nur der Schaum, sondern es ist der ganze Drink. Diese tropischen Aromen der Passionsfrucht mit der Säure, die aber hier wirklich nur so im Hintergrund bleibt, und die tolle Vanille, die wirklich perfekt zur Passionsfrucht passt, das ist ein super Mundgefühl, das ist eine super Frische, das schmeckt unglaublich lecker. Ich finde, es sieht richtig toll aus. Naja, wird schon einen Grund haben, warum der Drink so lange Platz 1 diverser Listen besetzt hat. Jetzt probieren wir natürlich nochmal ein Schlückchen vom Cremant hinterher. Ja, ist auch eine tolle Kombination. Der eher trockene Cremant, dann im Kontrast zu der Süße von dem Drink. Das ist einfach richtig gut, das passt da nochmal ganz toll dazu.
Und allein, dass diese halbe Passionsfrucht da drin schwimmt, das hat schon eine Opulenz, die zum Namen des Drinks absolut passt. Ja, ich hoffe sehr, dieses Video hat euch gefallen. Dann würde ich mich über ein Like freuen. Wenn ihr den Kanal abonniert und die Glocke aktiviert, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Im Abspann zu diesem Video verlinke ich euch noch unsere Playlist mit anderen modernen Klassikern. Und da ist dann auch der Espresso Martini dabei. Für heute sage ich danke fürs Zusehen. Ich freue mich aufs nächste Mal mit euch. Macht's gut. Bis dann. Ciao.